Herzlich willkommen zusammen zu einem Tutorial hinsichtlich Terra Life Plus. Heute die Frage, wie füttert man denn die Hühner richtig? Vor allem gibt es Unterschiede zwischen den Rassen und was muss ich denn alles beachten? Welche Alternativen habe ich? Und ich würde sagen, wir schauen uns das gemeinsam mal an. Zunächst mal, welche Hühner gibt es denn? Ja, wir haben einmal Lohmann-Hühner und Leghorn-Hühner. Beides Legehühner. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, von der Fütterung her sind beide Rassen exakt gleich. Es gibt nur einen minimalen Unterschied zwischen Weibchen und Männchen. Und der größte Unterschied ist einfach, wie alt sind sie. Habe ich wirklich Küken ab 0 Monate? Habe ich Küken ab 1 Monat? Oder habe ich dann etwas ab dem 2. Monat? Ab dem 2. Monat fressen die tatsächlich alle dasselbe. Gut, kleiner Unterschied, männlich-weiblich, habe ich ja schon erwähnt. Ich habe hier 16 Stück im Stall, von jedem exakt eins. Und das können wir uns auch im Menü anschauen. Also in unserem Tiermenü meine ich. Und ja, ihr seht da entsprechend die. Und ihr seht, wie bei den Kühen, ja, Produktivität und Gesundheit haben wir. Im Stall können Eier abgelegt werden, da brauchen wir jetzt kein extra Wasser. Und für jedes Tier ist dann hier angegeben, was es denn so frisst. Zum Beispiel der männliche Hahn. Er hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Slider, wo er denn gerne Futter dafür hätte. Auch hier ist es so, wenn ihr hier draufklickt, steht hier unten theoretisch dran, was könntet ihr denn in diesem Slider hier füttern. Allerdings hier zum Beispiel Saftfutter. Was steht hier im Detail jetzt drin? Verarbeitungsprodukte der Industrie, Trockensubstanzgehalt unter 55%, Rüben, Knollen, Pressschnitzel, Bierträber. So, wenn ich jetzt aber tatsächlich reinschaue, als Saftfutter könnt ihr Slider 10 füttern, Zuckerrüben, Karotten oder Zuckerrübenschnitzel. Also Karotten sehe ich jetzt hier zum Beispiel nicht explizit angegeben. Also das, was hier dran steht, ist schon cool, aber nicht immer exakt das Passende. Deshalb habe ich für euch entsprechend Tabellen erstellt. Die findet ihr wie immer auf der Webseite. Blendet die hier auch mal ein. Schauen wir uns mal das Küken an, das ganz junge. Das hat zwei Slider. Einmal Starterfutter Huhn, 85%. Und einmal Raufutter Protein, 15%. Hier oben könnt ihr quasi Slider 20 füttern oder Kükenstarter Leuka. Und hier könnt ihr Slider 9 füttern oder Luzerneheu. So, viele haben auch gefragt, ja, warum heißt denn das Slider und so weiter und so fort. Das ist halt einfach ein Tool, um das Ganze zu vereinfachen. Weil es gibt ja dann die Tabelle, wo man sieht, welche Elemente das denn Slider 20 theoretisch auffüllen könnte. Und wenn ihr dann zwischen den Tabellen springt, dachte ich mir, das ist doch einfacher, wenn ich mir dann zum Beispiel zwei Zahlen merke, wie zum Beispiel die 20 und die 9 für Slider 20 und Slider 9, wie dass ich mir da Starterfutter Huhn und Raufutter Protein merken muss. Gut, bei 2 geht es noch, aber wenn es da mal 6, 7, 8 Sachen sind, dann wird es schon eher kriminell. Theoretisch ist es aber bei den Hühnern zum Beispiel vollkommen so, dass die Kategorie, die hier steht, Starterfutter Huhn, das ist gleichzeitig auch der Slider 20. Dann könnt ihr einfach in der anderen Tabelle gucken, Slider 20, was ist denn da, was kann ich denn da für alles so nutzen? Nur damit ihr es mal erklärt bekommen habt, für die, die es noch nicht verstanden hatten. So. Bei den Küken, bei den Hühnern gibt es jetzt nicht irgendwie so ein universelles Ding wie bei den Kühen, sondern hier müssen wir tatsächlich wirklich einzeln füttern. Wenn ihr euch die Tabelle aber anschaut, dann seht ihr schon mal eine Schnittmenge. Und zwar Luzernenheu wollen sie alle haben. Egal wie alt sie sind. Deshalb würde ich vorschlagen, wir gucken in die Tabelle, die ist ja relativ klein und übersichtlich. Und wir nehmen zuerst das, was sowieso die meisten fressen. Ihr habt gesehen, 9000 Liter gehen in den Stall rein. Hier haben wir 4500 Liter.
Können wir hier hin tun. Und ja, ich packe den ein bisschen abseits. Ich habe jetzt hier eine Mod drauf, wo ich einen Ball mit aufschneiden kann. Oha. Das ist aber ein bisschen viel Heu. Okay, dann müssen wir kurz ein bisschen aufräumen. So, jetzt können wir hier was reinkippen. Ich empfehle euch, macht nicht zu viel. Gut, in den Stall passen 9000 Liter rein. Von dem her, mit den 1600 werden wir den gar nicht erstmal direkt überfüllen. Aber das kommt jetzt hier rein. Und ihr seht, dieser Slider hier füllt sich auf. Der ist entsprechend für alle Tiere soweit aktiv. Und dann würde ich einfach sagen, guck mal wieder in unsere Tabelle rein. Und wenn wir die so anschauen, ja, dann sehen wir, dass da ganz viele Slider sind, wo wir irgendwelche Schrotsachen oder Mineralfutter auffüllen müssen. Und es gibt ja so gesehen alles als Sackware. Das heißt, das könnten wir uns als Sackware kaufen. Einfach mit Q einen Sack nehmen. Und das ist auch ganz dankbar, finde ich. Jetzt habe ich hier einen Sack davon rein. Machen wir einfach mal die ab 2 Monate. Da steht dann noch Rapsschrot. Mal kurz schauen. Mineralfutter, Sunflower Christ, Canola Christ. Das ist Rapsschrot. Voilà. Mal mit. Das war einfach von jedem, weil es sind halt wirklich kleine Einheiten, was geben. Eiweißschrot braucht man. Das ist einmal die Palette hier. Und dann können wir das mit den Säcken so grob hindeichseln und ganz zum Schluss dann voll auffüllen bis zum Anschlag mit irgendwas Speziellem. Die Sunflower Christ, also Sonnenblumenschrot, das brauchen tatsächlich die Hähne, die Männchen. Und die Weibchen, die nehmen stattdessen einfach den Rapsschrot. So, dann Kükenstarter, genau das bräuchten wir ja auch. Für die ganz Kleinen. Okay, da geht es ein bisschen langsamer raus. Und wir brauchen noch Mineralfutter. Moment, das hier ist Mineralfutter. Und Deuka. So. Damit haben wir jetzt noch 2 Slider, die nicht abgedeckt sind. Also wir haben die ab 0 Monate komplett fertig. Und die ab 1 und ab 2 Monate, die brauchen jeweils noch Slider 8 und Slider 10. Stimmt das? Wir gucken mal kurz in den Stall rein. Genau, Saftfutter und Rauchfutterenergie. Die 2 Sachen fehlen noch. Aber man muss immer noch sagen, jetzt hier Verhältnis zu unserer Luzerne, wo nur 15% gefressen wird, ist jetzt unsere Getreidemischung mit 50 Liter nicht wirklich viel. Müsste ich noch mehr reinpacken. Können wir gleich machen, aber fürs Zeigen reicht es erstmal. Und im Übrigen, die verschiedenen Schrotarten hier könnt ihr auch selber herstellen. Ich glaube, da mache ich auch ein extra Video dazu, wie ihr die herstellen könnt, was ihr beachten müsst, etc. Habe ich hier mal so eine Kiste Karotten und sagen, die füttern wir mal ganz kurz. Also das haben wir im Stall noch Platz, ja. Also wenn ich die Kiste aus dem ganz rein schütte, wäre es jetzt kein Weltuntergang. So, aber ich gucke trotzdem, dass ich weglaufe, dass ich denen nicht alles gebe. Und jetzt fehlt zum Schluss noch der Slider 8. Da könnte ich Frischmais geben, frisches Gras. Oder Grünschnitt. Beziehungsweise vielleicht frisches Gras kriegen die auch von der Weide. Ich weiß nicht, ob die Grazing unterstützen. Könnten wir überprüfen, indem wir ein bisschen die Zeit laufen lassen. Spätestens beim nächsten Stundenwechsel sollte sich das updaten. Packe ich derweil kurz nochmal hier von jeweils einen Sack rein. Achso, kriege ich. Übersteige muss ich wieder ausmachen. Sonst kann ich den Sack nicht davon nehmen. So, Kükenstarter. Ah, die brauchen da 85% von. Aber das sind ja ganz kleine Küken und es ist ja nur 1 Monat, was sie davon was fressen.
Und die fressen natürlich auch noch nicht so viel wie die Großen, von dem her braucht da tatsächlich nicht so viel. Wir hatten schon einen Stundenwechsel. Gesundheit steigt auf alle Fälle schon. Was auch sehr wichtig ist, ihr braucht nicht alle Slider. In Summe von den Slidern, was an Prozent dran steht, braucht er 71%. Dann passt das. Aber wir sehen irgendwie, Grazing funktioniert hier jetzt nicht. Kann gut sein, dass es für Hühner einfach nicht geht. Das heißt, wir können jetzt hier was reinfüllen. Es gibt noch eine weitere Alternative zu den Frischmais und frischem Gras, und zwar Grünschnitt. Grünschnitt, wer es nicht weiß, wo er denn herbekommt, wenn ihr so eine Gründüngung gesät habt und die mäht, wenn sie reif ist, dann erhaltet ihr Grünschnitt. Ich habe hier vorne mir mal ein bisschen was abgeladen. Das ist Grünschnitt. Und davon können wir jetzt mal ein bisschen was nehmen. Das auch noch zufüttern. Wir brauchen ja zwei Altersgruppen. Wobei man muss natürlich auch mal schauen, wenn da ab dran steht, ab 2 Monate, das sind halt wirklich auch bis hoch ins hohe Alter alle mit dabei. Wenn ich da dann ganz viele habe, das muss man halt auch berücksichtigen von der Fütterung her. Aber solltet ihr mal daneben liegen, hier habt ihr sogar die Option, den Futterdruckinhalt zu verkaufen. Da kriegt ihr sogar Geld für. Nicht einfach nur leeren, sondern könnt ihr tatsächlich hier verkaufen. Finde ich sogar besser, wie das bei den Kühen. So, aber jetzt haben wir soweit alles. Wie ihr seht. Ihr seht auch hier. Okay, da habe ich nur ganz zwei in den Sack rein. Mal auch alle Tierarten durchklicken. Egal wo. Da ist immer alles aufgefüllt quasi. Ja, so im Endeffekt füttert ihr die Hühner. Sonst lasse ich die Zeit noch ein bisschen laufen, dass ihr auch seht, dass die tatsächlich Eier legen. Während wir hier noch den einen oder anderen Sack denen geben. Mineralfutterbräu nochmal. Können wir auch mal gucken, wie Stunden jetzt schon vergangen sind. Ihr seht es ja, von dem, was an Futter hier drin ist. Also total viel haben die jetzt noch nicht gefressen. Das ist noch von allem, was da. Also, da kann man auch nebenher so ein bisschen gemütlich füttern. So, jetzt ist sogar schon ein ganzer Tag rum. Gut, dadurch, dass ich nur 2 legefähige Hühner habe, haben wir jetzt auch nur 2 Eier erhalten, aber Gesundheit, Produktivität ist auf 100%. Denen geht's bestens. Und ja, ihr seht, Futter ist soweit auch noch da. Das soweit zur Fütterung der Hühner. Ich hoffe, es war informativ für euch. Ihr wisst Bescheid und könnt das jetzt selber machen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.